Also, jetzt haben wir einen Beweis, ne? Dass wir von Aachen hier los sind. Hallo Freiburg, hallo Südbaden, hallo Schweiz, wo Schuhe, Monsieur Damm. Schön, dass ihr da seid. Gleichzeitig demonstrieren jetzt in 20 weiteren Städten Zehntausende von Menschen gegen Atomkraft und für die schnelle und endgültige Abschaltung der Atomkraftwerke. Endgültig und tatsächlich, das sind die Zauberworte. Wir wurden schon oft belogen. Und wir sind nicht nur dagegen, wir sind für die zukunftsfähigen Energien, für Nachhaltigkeit und für ein Ende der globalen Raubbauwirtschaft. Ich mache heute die Moderation und ich möchte eine besondere Begrüßung machen. Als Demonstranten und Demonstrantinnen sind wir alle gleich. Und ich will eine Person hervorheben, keinen Oberbürgermeister, keinen Politiker, keinen Landtagsabgeordneten, sondern einen Demonstranten aus dem Elsass. Er war am letzten Samstag bei der Demo in Betznau. Er fährt seit 40 Jahren über die Vogesen zu fast jeder Sitzung und Demo. Er war vor mir in Wiel dabei,
in Kaiser Augst und Fessenheim. Ich grüße Schorschak Rettig aus dem Elsass. Er steht hier stellvertretend für Dora, Buki, Frank, Babs, Ulf und die vielen anderen Engagierten, die zeigen, dass man mit aufrechtem Gang widerständig durchs Leben gehen kann. Es soll heute ein Kundgebungsfestival werden. Das heißt nicht nur reden, sondern ganz viel Musik. Die erste Rede hält Silvia Pilarski-Grosch. Sie ist Mitglied im BUND, Landesvorstand und stellvertretende Präsidentin im Bundesverband Windenergie. Eine äußerst engagierte, pfiffig kluge Frauenrechtsanwältin. Wir schauen ja selten nach Biblis und Neckarwestheim, wir schauen immer nur nach Fessenheim und Leibstadt. Und deswegen die Hauptrede zum Atomausstieg in Deutschland und zu den Alternativen von Atom und Kohle. Silvia. Hier organisiert haben und helfen. Herzlichen Dank für diese tolle Kulisse und dass so viele Leute auch kommen konnten und gekommen sind. Ich freue mich auch, dass so viele gekommen sind aus Freiburg und aus der Umgebung. Und wir sind hier, um zu zeigen, wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Wir lassen uns nicht durch irgendwelche Versprechungen, die gerade in Deutschland ganz viele gemacht werden, einlullen und überzeugen. Wir stehen weiter da zusammen mit den anderen in den anderen 20 Orten in Deutschland, um zu zeigen, wir werden weiter dafür sorgen, dass der Atomausstieg auch wirklich kommt. Hermann Scheer schrieb in seinem letzten Buch, die Uhr der Unterirdischen in Kohle und Uran, Erdöl und Erdgas gebundenen Energien läuft unweigerlich ab. Die Stunde schlägt für die oberirdischen erneuerbaren Energien. In diesem Sinne wollen wir die Zukunft gestalten und dafür sorgen, dass das, was er gesagt hat, auch Wahrheit wird. In den nächsten Tagen und Wochen wird sich entscheiden, wie es mit den Atomkraftwerken in Deutschland weitergeht. Selbstverständlich dürfen die jetzt schon stillgelegten Atomkraftwerke nicht wieder ans Netz gehen. Und sie müssen abgebaut werden und nicht als Reservekraftwerke irgendwie noch da stehen dürfen und heimlich oder so betrieben werden. Das ist unsere wichtigste Forderung. Atomkraftwerke in Deutschland, die noch gar nicht stillgelegt, außer Betrieb oder sonstig genommen worden, sondern die einfach weiterlaufen. Und dazu gibt es in letzter Zeit eine ganze Menge Gerüchte, was damit passieren soll und eine ganze Menge Diskussion. Feststellbare Tatsachen und Aussagen gibt es nicht. Ich habe die Vermutung, dass als Ausgleich für die stillgelegten Atomkraftwerke die Bundesregierung den vier großen Energieversorgern sehr entgegenkommen will beim Ausstieg. Anzeichen dafür ist zum Beispiel, dass Umweltminister Röttgen eine Studie seines eigenen Hauses sozusagen, des Umweltbundesamtes zur Möglichkeit des Atomausstiegs schon 2017 einfach mal in der Schublade vergessen hat. Die Abschaffung der Brennelementesteuer wird schon diskutiert, obwohl noch gar nicht klar ist, wie es weitergeht mit der Laufzeitverlängerung. Es wird über einen Laufzeitkorridor gesprochen, verhandelt, der davon abhängig sein soll, wie die erneuerbaren Energien sich entwickeln. Aber die erneuerbaren Energien sollen in ihrem Ausbau behindert werden und dann ist klar, dann müssen die Atomkraftwerke halt noch ein bisschen länger laufen. Wir reden bereits jetzt über Preiserhöhungen aus dem Abschalten der Atomkraftwerke und für erneuerbare Energien.
und bedenken dabei nicht und diskutieren dabei nicht, dass die Atomkraftwerksbetreiber von der deutschen Regierung jede Menge teure Geschenke bekommen und damit von uns allen. Die erneuerbaren Energien haben transparente Preise, jeder kann sie auf seiner Stromrechnung sehen und jeder weiß, was einer bekommt, der Atomenergie verhindert. Atomkraft ist nicht beherrschbar und deswegen ist sie auf jeden Fall zu teuer für Deutschland. Zu den Geschenken, die einfach so unterschlagen werden. Die Atomkraftwerksbetreiber brauchen keine Haftpflichtversicherung, sondern der deutsche Staat und damit wir haften für alles, was passiert, wenn es einen Unfall gibt. Diese Versicherung müsste eigentlich eine Deckungssumme von 6 Billionen Euro haben, das ist für uns gar nicht vorstellbar. Und es würde bedeuten, dass jede Kilowattstunde Atomstrom mit 14 Cent belastet würde, wenn sie endlich mal ihre Atomkraftwerke versichern müssten. Der nächste Punkt in der Diskussion billiger Atomstrom hin oder her ist die Frage der Endlagerung. Auch da wird weiter so getan, als könnten die alten Pläne funktionieren, obwohl wir in Asse erleben, dass die Atomendlagerfrage sehr viel schwieriger und damit sehr viel teurer sein wird. Aber zur Kasse gebeten werden wir und nicht die Betreiber von Atomkraftwerken. Die erneuerbaren Energien können den Atomstrom vollständig ersetzen und sie sind die einzige Möglichkeit für saubere, sichere und dezentrale Energieversorgung für Deutschland. Atomenergie hatte in dem letzten Jahr einen Anteil von 22% am Bruttostromverbrauch. Die erneuerbaren Energien hatten schon 17%. Es fehlt also nicht mehr viel. Wir werden 2020 47% leisten können, wenn man uns lässt. Windenergie wird zu diesem Zeitpunkt bereits 25% des Bruttostromverbrauchs leisten können. Das heißt, allein die Windenergie kann die Atomkraftwerke obsolet machen. Aber auch hier passiert nichts allein, sondern wir müssen uns dafür engagieren. Unser Bundesumweltminister behauptet, dies zu tun und hat in der letzten Woche in einer beispiellosen Gesetzgebungsorgie die Verbände und Verbraucher beteiligt, beziehungsweise so getan, als ob er sie beteiligt, an einer Reihe von Gesetzgebungsvorhaben, die aber gar nicht die Beschleunigung der erneuerbaren Energien zum Ziel haben, sondern die eine Ohrfeige für die Betreiber von erneuerbaren Energien sind und eine Umarmung der vier großen Energieversorger. Die Bundesregierung verweigert damit den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und sonst nichts. Röttgen bleibt bei seiner Annahme, bis 2020 würden lediglich 35% aus erneuerbaren Energien geleistet. Darauf baut er alles auf und das hat er schon letzten Herbst gesagt. Also da ist nichts mit Beschleunigen und neuen Zielen. Die Vergütung für den Strom aus erneuerbaren Energien soll drastisch gesenkt werden. Es gibt keinen Ansatz für eine verbesserte Systemintegration erneuerbarer Energien. Die Unternehmen, und das ist eigentlich das Schlimmste, die bisher schon richtig mit Grundstrom Menschen direkt versorgt konnten, werden in dem neuen Gesetz so schlecht gestellt, dass das zukünftig wirtschaftlich nicht mehr nötig oder nicht mehr möglich sein wird. Das führt dazu, dass ein langsam wachsendes Pflänzchen der alternativen Konkurrenz zu den bisherigen Energieversorgern abgewürgt wird. Es fehlen jede Vorschläge, wie man den Ausbau von Windenergie an Land verbessern kann. Baden-Württemberg hat sich jetzt große Ziele gesetzt beim Ausbau, aber allein
wenn das erneuerbare Energiegesetz so bleibt, wie es jetzt vorgeschlagen wurde, dann hat die Landesregierung kaum noch Möglichkeiten, etwas zu tun, denn Windenergie lohnt sich dann einfach nicht mehr. Wir hätten Alternativen. Wir müssen einfach anders handeln. Wir müssen anfangen, Energieeinsparmaßnahmen und effizienzsteigernde Maßnahmen wirklich zu fördern und nicht nur ständig davon zu reden. Wir brauchen einen echten Vorrang für die erneuerbaren Energien. Die Betreiber von Kraftwerken mit atomaren oder fossilen Stoffen müssen sich danach richten, wann der Wind weht und die Sonne scheint und wir erneuerbaren Strom produzieren. Dann müssen sie abschalten, sonst wird das nichts mit der neuen Umstellung. Wir alle müssen uns stärker bei dem Ausbau erneuerbarer Energien engagieren. Rainer Ehret, der Vorsitzende des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg, hat es jetzt im April sehr treffend ausgedrückt. Unsere Aufgabe wird es sein, die ebenso einfache wie komplexe Aufgabe, Alternative zu verinnerlichen. Wer für den Ausstieg aus der lebensgefährlichen Atomkraft ist, darf den Einstieg in die Erneuerbaren nicht verhindern. Auch dann nicht, wenn es etwas kostet. Der Energieversorgung ist erneuerbar. Sie liegt in Sonne, Wind, Wasser und Biomasse. Aber nur, wenn die Atomkraftwerke gleich und die Kohlekraftwerke bald abgeschaltet werden. Wir brauchen keine Atomkraftwerke und wir wollen keinen Atomstrom mehr. Wir wollen den Ausstieg aus der Atomkraft jetzt und vor allen Dingen ohne Wenn und Aber. Dankeschön. Die Toskana in Deutschland.
immer wieder Neues, Interessantes an dir fing. Da wünschte ich mir, ich hätte dich schon erlebt als kleines Kind. Der Weinbau hat in dem Ländle eine lange Tradition. Schon die Römer brachten Reben und versuchten sich daran schon. Später kamen Zähringer Herren und die Staufer an die Macht. Und in Neuenburg am Rhein schalten Strömen die tolle Pacht. Ja, die Bauern verloren den Krieg gegen die Markgrafenschaft. Hat die Menschen zu Protestanten gemacht. Dann fiel das Land dem Großherzogtum Baden in die Hand. Was hast du alles durchlitten, schönes Markgräflerland? Ja, wenn ich heute von Weinberg aus ins Rheintal runterschau, sehe ich deutlich eine Kuppel von einem unschönen Bau. Das Kernkraftwerk Fessenheim strahlt in der Sonne vor sich hin. Und die Menschen in der Region fragen, macht das wohl einen Sinn? Ja, wenn irgendwann einmal der Rheingraben fängt wild an zu beben, werden Tausende von Menschen in Strahlengefahr schweben. Deswegen zogen tausende Leute in Scharen über den Rhein. Riefen in der Menge zu Fessenheim ein lautes Nein. Lautes Nein. Dankeschön. Und all das Natur und alle anderen eng und gut und rein hinweg zusammen. Schön, dass Boris Wind heute zu uns spricht und uns den Blick aus dem Elsass mitteilt. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, euch einfach Einsichten über Frankreich und Elsass mitteilen zu dürfen. In den 70er Jahren hat Elsass Natur seine erste große Wende erlebt. In den Kämpfen und wenn man zurückblickt, mit den beeindruckenden grenzüberschreitenden Bewegungen um Fessenheim, Markolzheim, Wiel etc. Elsass Natur wurde damals bewusst, dass Atom keine vernünftige und zukunftsfähige Alternative sein kann. Und dies nicht nur aus technischen Gründen, Risiko, Atommüll etc. Auch auf sozialpolitischer Ebene ist Atom problematisch. Wir erleben es seit 40 Jahren in Frankreich. Es ist fast unmöglich, Atomkraft zu betreiben, ohne Zentralisierung der Macht, ohne Enteignung der Bürgerrechte, ohne staatliche Lüge und Vertuschelung. Ein unverbindlicher Hungerstreik findet jetzt zurzeit in Colmar statt. Wir müssen diese Leute unterstützen und vielen Dank an Sie, dass Sie das unternommen haben, damit Fessenheim so weit wie möglich abgeschaltet wird. Was geht's bei euch um Fessenheim? Auf, auch, ja. Sowohl als auch. Und ihr kommt aus Fessenheim? Nein, und wir sind von hier. Wir waren aber bei der Demo in Fessenheim und darum haben wir das auch französisch. Ihr haltet das so direkt. Ja. Schon stark. Ja. Dann wären wir heute woanders, gell?
Wüste, Reichtum und immer wieder mal Krieg. Und immer mehr Land und immer mehr Wüste und immer mehr Reichtum und immer wieder mal Krieg. Und immer mehr Land und immer mehr Wüste und immer mehr Reichtum und immer wieder mal Krieg. Sag mal, was planst du diesen Sommer? Diesen Sommer? Das ist der Sommer des Widerstands gegen die Atomlobby. Ach ja? Ja, mittlerweile sind ja alle gegen Atomkraft. Sogar die Wertesten oder den Politikern. Aber was passiert? Moratorien, Ethikkommissionen, neue Regierungen, die neue Versprechungen machen. Ausstieg in 5 oder in 10 Jahren. Du hast recht. An die Politiker kann man den Ausstieg bestimmt nicht delegieren. Genau. Darum gehen ja auch immer mehr Menschen auf die Straße. Weil sie sehen, dass die Politiker uns den Ausstieg nur vortäuschen, aber in Wirklichkeit es sich nur nicht mit den Großkonzernen verscherzen wollen. Deshalb ist es gut und wichtig zu demonstrieren. Es setzt ein deutliches Zeichen und zeigt den Zusammenhalt und unsere Macht. Da hast du sicher recht. Aber meinst du, das reicht? Nein, das reicht natürlich nicht. Darum gehen wir ja einen Schritt weiter. Wir setzen unsere Wut in Taten um, unser Protest wird zum Widerstand. Ab dem 11. Juni werden viele Menschen ein AKW blockieren, das vom Moratorium betroffen ist, um sich dem Wiederanfahren zu widersetzen. Gleichzeitig wird das AKW Brockdorf blockiert, während es sich noch in Revision befindet. Der 11. Juni, das ist Pfingsten, richtig. Aber welches AKW wird das denn dann sein? Das hängt davon ab, welches wieder angefahren wird, entweder Biblis oder am Esensham an der Unterweser. Aber auf jeden Fall wird Brockdorf blockiert. 2 Initiativen, x-tausend mal quer und Block Brockdorf organisieren die Blockaden. Okay, und wie komme ich nach Brockdorf und Freiburg aus? Wenn sich genügend Interessierte finden, wird ein Bus organisiert. Da hinten am Infostand von der Atomgruppe Freiburg liegt doch eine Liste aus. Okay, super, da trage ich mich nachher gleich ein. Aber wie geht es dann weiter? Ich meine, wir dürfen doch jetzt überhaupt nicht mehr locker lassen. Nein, genau, das dürfen wir natürlich nicht. Darum werden wir ja am 13. August das AKW in Neckarwestheim blockieren. Da ist nämlich der 2. Reaktor immer noch in Betrieb. Der als letztes in Deutschland ans Netz gegangen ist. Da machen wir keinen Unterschied zwischen alten und neuen Reaktoren. Die sind alle gefährlich. Alle vergiften die Umwelt durch den Uranabbau. Alle produzieren strahlenden Müll und alle verhindern die Energiewende. Meinst du, wer auf Demos geht, wird auch bei Aktionen zivilen Ungehorsams mitmachen? Na klar, beim Castortransport letzten Herbst, bei Südblockade, da hat sich doch gezeigt, dass viele, viele Menschen den Mut haben zum direkten Widerstand und die Notwendigkeit erkannt haben, jetzt sich zu widersetzen. Mensch, stell dir mal vor, diese tausend von Leute, die hier um die Bühne stehen, blockieren gemeinsam ein Atomkraftwerk. Was haltet ihr davon? Wollen wir das mal ausprobieren? Jetzt gleich hier! Er macht mit bei unserer Probeblockade. Hier, stellt euch vor, das ist das AKW und ihr seid die Blockierer. Ihr seid jetzt eingeladen, euch für 3 Minuten hinzusetzen. Also, alle bitte hinsetzen, die sowieso schon sitzen und auch die hinten an den Bäumen. Kommt mal ein bisschen vor und tut mal so, als ob ihr hier diese Bühne blockiert. Für 3 Minuten ab jetzt.
Abschalten! 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 Jetzt! Atomkraftwerke sind tickende Zeitbomben. Mit ihrem Betrieb ist ein nicht vorhersehbares, grenzenloses Risiko verbunden. Harrisburg, Tschernobyl und jetzt Fukushima haben das schonungslos gezeigt. Wir sagen, keine Minute länger! Allein die Verseuchung durch Uranabbau erfordert schon die sofortige Stilllegung der Atomanlagen. Mit dem Weiterbetrieb wird tagtäglich hochradioaktiv strahlender Atommüll erzeugt, für den es weltweit keine Entsorgungsmöglichkeiten gibt. Wir sagen, kein Gramm mehr! Nur die 7 ältesten Atommeiler in Deutschland vom Netz zu nehmen. Auch der Betrieb jüngerer Atomanlagen birgt das Risiko von unbeherrschbaren Störfällen. Deshalb muss Block 2 in Neckarwestheim, der als letztes deutsches AKW vor 22 Jahren ans Netz gegangen ist, ebenfalls nicht nur sofort abgeschaltet, sondern für immer stillgelegt werden. Vom Protest zum aktiven Widerstand! Also wird es am Samstag, den 13. August, die Abschaltblockade und Aktionen am AKW Neckarwestheim geben. Wir lassen uns nicht befrieden. Wir verhandeln nicht über Laufzeiten. Wir diskutieren nicht über die Kosten der Energiewende. Wir fordern die Stilllegung aller Atomanlagen jetzt und um sofort. Bis zum 13. August, Neckarwestheim. Und am 26. Juni um 14 Uhr zur Umzingelung des Atomkraftwerks Fessenheim zur Menschenkette. Hey Leute, ich bin hier rum. Ich will euch was sagen. Kleine Städte, Großbauern und Landtagen. Ich erzähle nicht, dass ihr aber alles in den Stadt und sage was ich dazu getragen hat. 1091 von den Zähnen erbaut. 30 Jahre später wurde das Land entgekauft. Doch das Konventi wurde alles versaut. Wir blieben cool, haben Freiburg wieder aufgebaut. 1904 macht seinen Satz. Denn da geht der Sport auf seinen Fußballplatz. Mit seinen Höhen und Tiefen hält er uns seitdem in Stimmung. Jeder Spieler, jeder Trainer bleibt uns immer in Erinnerung. So leben wir hier munter, Tag zu Tag. Bei jeder Freiburg liebt und bei jeder Freiburg mag. Und irgendwo das Spieß auch. Denkst du, oder Regel und tanzt du den Beat. Kommt nicht mal Frank, liebes Freiburg. Just why I want you.